Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 14. Dezember 2019 mit einem spontanen und ganz besonderen Video für dich. Bevor ich da aber damit beginne, bitte ich dich, dass du erstmal natürlich deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich erste Linie für dich. Also das sollte eine Legung für dich sein, wenn du dich in eine Seelenpartnerschaft befindest und keinen Kontakt zu deinem Seelenpartner hast. So, wie entwickelt sich das jetzt? Das ist deine Ausgangsposition. Und das ist eine 7er Legung für dich. Und wie entwickelt sich das jetzt in diese kommende Woche für dich? So, die allgemeine Energie, das sind diese wunderschönen Karten, Tarotkarten von Angelina Schulze. Und die haben auch wirklich tolle Illustrationen, die verwende ich sehr, sehr gerne. Also wie du siehst, die Grundenergie kam, also der Gerecht, also steht immer etwas, also in Gerechtigkeit zu bringen, etwas in Gleichgewicht zu bringen. Also du wirst die Möglichkeit bekommen in dieser Woche, also so dieses Gefühl zu erlangen, dass du irgendwie befreit bist, du kannst dich also viel freier entfalten und ja, also es geht wirklich darum, dass du vielleicht auch etwas Altes, was du früher gemacht hast oder dein alte Verhaltensweise oder eine alte Erinnerung wieder aufleben lässt und versuchst du nochmal irgendwie eine Lösung zu finden oder wartest du jetzt auch irgendwie auf einen Anruf von deinem Gegenüber, vielleicht auch eine Erinnerung, wie das früher mit euch war, ja, kann sich da auch neu entfalten, also verarbeitest du vielleicht auch dadurch, durch deine Erinnerungen einiges und da kannst du dich auch wirklich davon wirklich befreien, was nicht gut war, kannst du dann loslassen. Und ja, also in diese neue Ebene zu gehen, in diese Wiedervereinigung. Also auch wenn du jetzt keinen Kontakt zu deinem Herzensmenschen hast. Kann ich das jetzt hier auch hinstellen? Mal sehen, ob es stehen bleibt. So, nein, bleibt es nicht stehen. Also dann lege ich einfach hin. Also, dein Grundthema ist die Herrscherin. Du kommst hier als Herrscherin, also du hast auch ein ganz besonderes Gefühl und du zeigst dich auch verständnisvoll und bist auch ein sehr, sehr intuitiver Mensch. Also du bist sehr in deiner Mitte, nehme ich das so wahr. Und ja, du hast auch irgendwie einen tiefen inneren Wissen und dir ist das schon klar, dass du erst in deiner Klarheit sein sollst, bevor du hier eine Entscheidung triffst. Also es geht hier auch um Fürsorge. Also du bist ein sehr fürsorglicher, empathischer Mensch und gibst du dich auch hin. Und es steht auch wirklich für die Seelenpartnerschaft oder die Seelenverwandtschaft auch diese Karte. Finde ich ja auch wirklich großartig. Und du hast auch hier eine ganz besondere Einfühlungsvermögen, bringst du auch allgemein mit, auch wenn du jetzt keinen Kontakt mit deinem Gegenüber hast. Aber wie entwickelt sich das jetzt so in diese Woche? Also es wird diese Woche, kamen die zwei Kelche,
ein Aufeinanderzugehen stattfinden. Also du, entweder werdet ihr euch verabreden oder werdet ihr euch schreiben, euch austauschen, versöhnen. Also es kommt eine liebevolle und verständnisvolle Begegnung. Und also entweder hast du das Gefühl, du könntest dich neu verlieben oder dein Gegenüber verliebt sich neu in dich. Das finde ich ja auch wirklich großartig, sehr schön. Und also allgemein verliebt sein, sich versöhnen. Ja, und wie geht es jetzt denn auch generell bei dir weiter? Es kamen die 4 Münzen. Du bist aber, auch wenn es so auf dich zukommt, also natürlich hast du auch alte Verletzungen in dir natürlich erfahren und du bist sehr vorsichtig. Das ist so ein bisschen Abwehrhaltung, also übervorsichtig sein. Und du möchtest dieses Altbewährte oder was du dir erarbeitet hast, auch das kann auch deine Sicherheit sein, deine Unabhängigkeit sein, möchtest du etwas gerne festhalten und dadurch bist du etwas unbeweglich, vielleicht auch nicht ganz flexibel, vielleicht möchtest du auch irgendwie dir etwas noch erarbeiten, hamsterst du auch noch irgendwie etwas und hast du das Gefühl, du könntest was verlieren irgendwie, hältst du etwas fest, also du hast hier so eine stark ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis und ja, du hast also starke Verlustängste und klammerst du auch an deine Stabilität, an deinen Standpunkt, an deine Einstellung, vielleicht auch an deine ja, alles, was so Vertrautes ist für dich, ja, auch wenn dein Gegenüber auf dich zukommt, dann bist du sehr skeptisch erstmal, ja, übervorsichtig. Ja, aber wenn dein Gegenüber auf dich zukommt, dann ist das so für dich, er hat ja eine Auswirkung auf dich, wie du das siehst. Er wird eine sehr starke Versuchung für dich ausüben oder darstellen. Du wirst wirklich dich kaum wehren können. Also das ist dann, also so ein, der hat so eine Macht über dich. Also das ist wie wirklich ein Pakt mit dem Teufel. Also du kannst diese Versuchung nicht widerstehen, diese Verlockung nicht widerstehen. Also steht wirklich auch für Verführung, also auch für diese sexuelle starke Anziehung. Und ich habe auch das Gefühl, dass du da wirklich wie so eine Art hörig im wärst und auch dieses Misstrauen, Eifersucht kommt auch noch hoch, diese übertriebene Leidenschaft. Also kann sein, dass er in dir diese tiefe, dunkle Seite auch in dir erweckt. Also ich sag jetzt mal, diese Seite vielleicht, was du auch so als Schattenseite an dir ablehnst, dass er das zum Vorschein kommt, dieses ja, dieses übertriebene, leidenschaftliche, ja, und das wird also hier einiges hier bei dir wirklich wieder, ja, wird ja Mauern einreißen, was bei dir, was du hier also aus Übervorsichtigkeit hier aufgebaut hast und wirklich etwas festhalten möchtest, also auf jeden Fall, wie du siehst, es werden alte Mauern hier eingerissen und du hast wirklich das Gefühl, du lässt alles hinter dir, du bist jetzt bereit, also wirklich, du schmeißt alles hin, so dieses Gefühl kommt mir auch so hoch, wie du siehst, also wir springen alle aus diesem brennenden Turm und es geht wirklich darum, du möchtest wirklich fliegen, du möchtest runterspringen, du möchtest neu anfangen, auch wenn das jetzt wirklich schmerzhaft ist. Also es reinigt sich auch vieles jetzt in dieser Woche bei dir. Es kann auch zu plötzlichen Trennungen kommen und ja, auch alles, was dich beengt, alles, was dich einengt. Also du bist in so einer Grundstimmung, auch wenn du jetzt hier zu vorsichtig ankommst, also es wird wie so eine warme, heiße Welle in dir ausgelöst, ja.
So, wie entwickelt sich die Woche weiter? Also, es wird aber Situationen und Gespräche sein, wo entweder du das Gefühl hast, du möchtest da aus diesen Gesprächen und Situationen aus dem Weg gehen, oder halt möchtest du dich auch von Verantwortung drücken, ja? Also, dass du sagst, ich will jetzt keine Verantwortung übernehmen oder halt das Gegenüber. Und du hast dann vielleicht auch Gedanken daran, was denn, wenn der jetzt wirklich sich wieder aus der Verantwortung drückt und wieder mich im Stich lässt, ist er auch irgendwie, vielleicht geht er auch wieder fremd oder flüchtet sich von Erklärung. Also das beschäftigt dich zu sehr. Also es wird eine sehr bewegte Woche für dich sein, generell. Aber du hast hier wirklich die Möglichkeit, also wirklich dich zu befreien, und es kommt etwas Altes, weil dieses Wiederauftauchen von verlorenen oder vergessenen, also auf jeden Fall kommt etwas Altes nochmal auf dich zu. Vielleicht hattet ihr auch so wirklich keinen Kontakt, also es wird nochmal aufgelebt, und ja, erreicht es klug und solide absichern. Also du möchtest hier zum Ende der Woche irgendwie, was du in der Woche erlebt hast oder wo du eine Lösung gefunden hast oder einen Weg gefunden hast, möchtest du also wirklich absichern, und möchtest du, dass es eine langfristige Entwicklung auch hat. Und also möchtest du auch wirklich realistisch und diszipliniert und auch gutmütig, aber auch so ein bisschen materiell alles mit deinem Gegenüber absprechen. Und dann sagst du auch so, Butter bei den Fische. So nicht, Butter bei den Fische. Ich möchte jetzt hier eine Klärung, ich möchte eine Zusage, ich möchte auch eine materielle, also Zusage, dass wir dann irgendwie zusammen starten. Also ich möchte hier nicht alleine stehen. Ich möchte nicht, dass du hier wieder abhaust, mich im Stich lässt mit meinem Problem. Wenn ich hier das Ganze hier, ja, also hinschmeiße und also in deine Richtung losgehe, möchte ich hier die Sicherheit haben. Das ist hier deine Woche, so wird sich das entwickeln. Und ich werde jetzt für dich natürlich auch noch eine Karte ziehen, hier aus dem Geistführer, und was deine Seele natürlich auch dir sagt, also die Lektionen deiner Seele. Ja, so erstmal die Lektionen deiner Seele. Was sagt dir deine Seele? Ja, deine Seele sagt, also der Glück kommt in dieser Woche zu dir. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also du wirst eine Aufforderung bekommen. Wie fühlt sich das an? Fühlst du dich denn auch hier bei diesen Leidenschaft auch glücklich? Wenn du dich glücklich fühlst, dann wird das auch für dich der richtige Weg sein. Und dann darfst du natürlich das auch so für dich auch wirklich annehmen. Und auch deine Intuition folgen. Ne? Jetzt fragen wir auch natürlich noch deinen Geistführer, was er dir rät für diese Woche. Und hoppala! Dein Geistführer sagt dir auch, es kommt auf die Freundlichkeit an. Natürlich, wenn du hier auch Gespräche hier mit deinem Herzensmensch oder mit deinem Seelenpartner führst, es geht auch wirklich darum, dass du auch wirklich in freundlichen Ton und in liebevoller Art und Weise, also auf einiges mit ihm auch halt besprichst. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Und was sagt denn der Amor zu dir? Also es geht hier erstmal, was fühlst du denn für dein Gegenüber? Und für dich kommt der Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir, glaube daran. Also du bist auch gedanklich bei deinem Gegenüber, ihr seid miteinander verbunden, ihr seid Seelenpartner und du glaubst ja auch daran. So, das wird jetzt deine Woche sein.
So, wenn du jetzt dranbleiben möchtest oder mein zweites Video anschauen möchtest, dann werde ich nochmal genau so ein Video für deinen Seelenpartner ohne Kontakt für dich aufnehmen und einfach zu schauen, wie entwickelt sich seine Woche in deine Richtung. Ich hoffe, das konntest du annehmen. Bist du gut mit in Resonanz gegangen? Wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach einen Like. Freue ich mich sehr darüber. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.